So ein Hals wegreifen wäre da sicher besser gewesen. Aber es steht halt nicht unbedingt, was da für Bedingungen draußen sind. Steht nur der Streckenname. Aber ich warte jetzt erstmal, bis ich diese 30.000 haben für die Flügel. Und danach kann ich mal dieses Regenbogenklippen Aufgabe versuchen. Also, das ist ein weiterer Sieg. Ich mache mir noch weitere Notizen hier, Strecken. Ja, das reicht zu nichts hier. Schade. Aber okay, war das erste Mal auf dieser Strecke. Nach langer, langer Zeit. Das war okay. Also, Rennfahren. Desert Raceway. Also, Desert Raceway, das ist 100% Schotter. Spoiler, Düsen, Antrieb. Dann Nightglow Raceway, 80% Asphalt, 20% Schotter, Spoiler, Düsenantrieb. Und dann haben wir noch das Rennen hier, in wo auch immer. Fuji, sage ich jetzt mal, Fuji Raceway, 50% Asphalt, 50% Schotter, Spoiler, Propeller. Und dann noch das Rennen in Peach City, Peach Raceway, sage ich jetzt mal, 100% Asphalt, Spoiler, Düsenantrieb. Schauen wir mal, wie das Ganze heißt, damit ich das schon mal aufgeschrieben habe. Ja, Peach Raceway, und dann hätten wir noch Peach Raceway 2. Das kommt später noch. Kenne ich noch nicht die Strecke. Beziehungsweise schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich sie nicht mehr kenne. Aufnehmen tue ich inzwischen schon meine 3 Stunden, glaube ich. Ja, noch nicht ganz. Knapp 3 Stunden. Mache ich noch eine mehr. Okay, nochmal nachschauen, wie das in Fuji City heißt. Ninja Temple Raceway. ...100%
Asphalt. Spoiler. Ja, na gut, es ist 95% Asphalt. Spoiler. Düsenantrieb. Und dann Temple Raceway. Nicht mehr Fuji, sondern nur noch Temple. Okay. Notiert. Dann nächste Stadt, das ist St. Ach komm, schauen wir mal bei St. Polis nach, ob wir Lisa beeindruckt haben. Dann hätten wir noch einen weiteren Stempel. Ist mir wichtig. Ah, da bist du ja. Perfekt. Wow, so cool. Ich bin Lisa. Vergiss meinen Namen nicht. Ich bin Lisa, ein Riesenfan von dir. Ich würde gerne mal mit dir fahren. Ich werde immer dein Fan sein. Cool. Also, Lisa ist beeindruckt. Will die noch fahren? Will die Teammate werden? Wow, du sprichst mich zuerst an. Das finde ich echt cool von dir. Vielleicht fragst du mich, Lisa, ob ich in dein Team fahren möchte. Sorry, nein. Was? Das dachte ich mir schon. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Lisa schämt sich. Schnief. Tut mir leid. Also, dann kann ich das jetzt auch noch abhaken. Lisa, beeindruckt. Perfekt. Dann Chestnut Canyon. Also, das haben wir Miner 49er. Das ist jetzt 80% Schotter. Nein, 80%. Ja doch, 80% Schotter. 20% Asphalt, würde ich sagen. Spoiler, Düsenantrieb. Dann Lava Run Raceway, das kenne ich nicht. Werde ich mal ausprobieren. Lass mich in Ruhe. Sorry. Hä, was war das denn? Ach egal. Okay, da ist Asphalt. Und die kommen da gar nicht klar. Ich zum Glück schon. Moin. Ja, so hilft mir der Major natürlich schon. Muss man sagen.
Das passt dafür ich immer. Da bin ich der KI unterlegen. Nicht zu schnell da durchfahren. Ja, genau so. Damit habe ich das auch erledigt. Dann schreiben wir noch auf. 90% Schotter. Ja, nein, es ist eigentlich 80% Schotter. 20% Asphalt. Spoiler. Düsenantrieb. So. Damit sind wir schon bei 21.000. Perfekt. Ja, dafür bräuchte ich jetzt Klasse A. Bin ich noch nicht so weit. Chestnut Canyon, Mushroom Road. Ja, Mushroom Road jetzt. Rennen. River Raceway Slick Track. River Raceway, das war glaube ich Schotter. Slack Track ist 100% Regen. Das Oval Raceway kenne ich nicht, das hört sich aber an nach Asphalt. Beim Major nehmen wir Hochleistungsreifen. So. Ach, lass mich in Ruhe. Die nervt einfach. Na, zu viel Haftung habe ich nicht mit diesen Reifen. Und jetzt gerade auf dieser Strecke zeigt sich, dass ich die anderen doch mit längeren Getrieben ausstatten müsste. Denn trotz stärkstem Motor, trotz besten Reifen kommt Major hier gar nicht klar.
So, geschafft. Aber ich muss halt für diesen Scheiß sparen. Von daher habe ich keine andere Wahl, als die Leute langsam fahren zu lassen. Wenn es geht, lasse ich sie natürlich schon schnell fahren, aber ja, das war okay. Das war's schon. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Hier im Chestnut Canyon gehen wir nach White Mountain. Das haben wir schon geschafft. Snow Mountain Raceway. Oval Raceway. Ja, 100% Schotter. Spoiler. Düsenantrieb. Snow Mountain Raceway 100% Schnee. Spoiler. Düsenantrieb. Okay. Wie? Also hier kann ich nichts machen für den Moment. Dann also Papaya Insel. Da hätten wir Sunny Beach Raceway und Lagoon Raceway. Bin ich noch beide nicht gefahren. Sunny Beach Raceway und Lagoon Raceway. Dann nehme ich mal die Bigfoot-Reifen. Für den Major nehme ich Geländereifen. Nenne ich schon Gelände. So. Fahren wir also hier mal. Lol, wie diese herumfliegen. Ja, danke. Hör mal auf mit dem Scheiß hier. Danke, war unnötig, war auch unnötig. Ja, die Frage ist halt, was ist besser hier? Ah, schon wieder dieser Scheißbaum. Schon wieder diese Scheißpalme. Ne, wir machen weiter. Aufgeben wäre hier für das erste Mal ziemlich feige.
Er hat doch noch gewonnen. Ja, ich glaube, hier wären eigentlich Rennreifen besser. Sag mal, das ist Sunny Beach Raceway, 60% Asphalt, 40% Schotter, Spoiler. Na, Wasserski wären besser. Wasserski, Düsenantrieb. Ja, doch noch einiges an Geld gewonnen, weil der Major Fünfter wurde. Gut. Wir lassen das Ganze jetzt mal und gehen zum Lagoon Raceway.